Hallo zusammen. Ja, im heutigen Freitags-Release sind echt wunderschöne Sachen dabei. Und diesmal gibt es die Cake-Topper auch in Herzchenform. Und ich habe mir gedacht, wir könnten mal aus vielen verschiedenen Trockenblumen, Trockenblättern, Eukalyptus, die wilde Möhre, getrocknete Hortensien einfach mal einen Blumenstrauß machen in unserer Karottenbox. Weil unsere Karottenbox, die muss man ja nicht nur zu Ostern verwenden, die kann man wunderbar zweckentfremden. Und ihr habt dann ein Trockenblumensträußchen zum Verschenken. Und das finde ich eine coole Idee. Und wenn das andere fertig ist, wandern die zwei in mein Häusle rein. Und da gibt es bestimmt jemanden, der sich ganz doll darüber freut. Und ich würde jetzt mal sagen, wir schauen uns jetzt einmal kurz an. Wartet mal. Das lege ich mir jetzt mal daher. Was wir dazu brauchen, um das natürlich zu zaubern. Das heißt, ich zeige es euch einmal schnell. Das ist unsere Karottenbox. Die Stanze schaut so aus. Dann habe ich noch verwendet unsere Enamel Dots. Aus diesem Stempelset ein kleines Geschenk für dich, ein kleines Dankeschön für dich. Das nehme ich mir jetzt dann raus. Dann gibt es die Cake Topper auch in Blümchenform. Kann man da genauso gut reinstecken. Man muss kein Herz reinstecken. Dazu die passenden Stempel. Dann natürlich der Herzchen, hoppala, Randale. Der Herzchen-Cake-Topper und dazu das passende Stempelset. Das heißt, man kann das auch super damit reinstempeln. Und ich mag die Kombi so gern, muss ich sagen, von Stanzen und Stempel. Das passt eigentlich immer super dazu. Und jetzt werkeln wir das ganze Ding mal im Schnelldurchlauf. Stecken wir da unser Herzle rein und das tut ihr da richtig so zwischen rein mit Neiböbeln. Ihr drückt es runter, so wie es euch gefällt, und dann sieht die Sache mega aus. So, hier habe ich noch Hortensienblüten mit dran geklebt, weil ich das so schön finde. Drückt es ruhig rein, da passiert gar nichts. Schön eindrücken in eure Schachtel. Und fertig sind kleine Mitbringselgeschenke.
Geht einmal draußen spazieren, haltet mal eure Äuchele offen. Es gibt ganz viele Sachen, die man draußen schon ein bisschen sammeln kann, die auch schon vertrocknet sind. Was sage ich vertrocknet? Getrocknet sind, finde ich eine ganz tolle Sache. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachwerkeln. Und wenn ihr das nachwerkelt in anderen Farben, mit anderen schönen Blumen, schreibt mir, verlinkt mich. Ich schaue mir das immer so gern an, was ihr daraus zaubert. Und ich würde sagen, heute Nachmittag um 16 Uhr findet ihr die neuen Sachen im Shop. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis morgen. Ciao.